wunderschönen Donnerstag wünsche ich euch. Heute ist der 25. Februar und auch da wollen wir natürlich wieder in die Karten schauen. Wir schauen heute in die nur heute Bewusstsein zu jeden Tag Karten und auch in die Lenormand Karten von mir im Bereich der Liebe, der Finanzen und natürlich auch wieder im Bereich des Highlights. So, die erste Karte soll aber eine Botschaft für die Liebe sein und die ziehen wir aber natürlich auch live. So, und diese heißt, heute, nur an diesem Tag befreie ich mich von Bildnissen, die ich mir gemacht habe. Ich stelle die Personen, die mich umgeben, um mich selbst, vor einen imaginären Spiegel und zerschlage ihn. Frei und unvoreingenommen begegne ich den anderen und mir neu. So, eine sehr, sehr schöne Karte, die aufzeigt und gepaart wird mit der wundervollen Thematik des Parks, der wundervollen Vögel und des Kindes. Das heißt, heute geht es sehr darum, die Kommunikation zu fördern. Wie fördere ich denn die Kommunikation? Indem ich mich viel mehr öffne, indem ich viel mehr Leichtigkeit, gerade auch in der Liebe, in die Thematik von Gesprächen bringe. Die Thematik der Gespräche löst auch immer genau das aus, was du dir wünschst. Emotionale Gespräche. Und das ist heute ein wundervoller Tag, sehr viele Klärungen ins Leben zu bringen, aber auch sehr viel Unausgesprochenes mal wirklich einzubringen. Denn wir haben hier den Druck vom Öffentlichen ein bisschen, den brauchst du nicht leben, wenn du für dich selbst entscheidest, dass du Klarheit willst. In der Liebe also heute Gespräche, sehr, sehr wichtig und auch unvoreingenommene Gespräche. Das heißt, auch wenn dir dein Wunschpartner vielleicht von anderen anders aufgezeigt wird, als er sich dir zeigt, geh unvoreingenommen in dieses wundervolle Gespräch. Für die Finanzen schauen wir auch sehr gerne rein. Heute, nur an diesem Tag, helfe ich bewusst einem Menschen, der mir begegnet. Vielleicht halte ich diesem Menschen die Tür auf, helfe ihm über die Straße oder lasse ihn an der Kasse vor. Nur für heute entscheide ich mich dafür, hilfreich zu sein. Auch eine sehr, sehr schöne Äußerung. Und das haben wir gepaart mit dem Herzen, mit dem wunderschönen Ring und mit der Schlange. Was sagt es uns über Beruf und Finanzen aus? Ja, übernimm heute einfach mal was für deinen Kollegen oder deine Kollegin. Oder probiere einfach mal eine gute Tat für irgendjemanden zu vollbringen, der dir in der Arbeit vielleicht ab und zu mal nicht so wohlgesonnen ist. Probiere da einfach die Balance reinzubringen, denn dein Herzensweg zeigt dir auf, dass das genau die Festigung bringt und Umwege verlassen kann. Auch Missgunst und Neid kann somit wirklich sehr, sehr gut aufgelöst werden heute. Und finanziell bringt dir dieses, ich gebe dir mal einen aus, natürlich jetzt ein bisschen schwer zur Zeit, aber vielleicht eine Kugel Eis oder dies oder das, das bringt dir auch deinem Herzen wieder sehr viel Genugtuung, denn du möchtest ja ausgeben. Und für deinen Geldfluss, für die Festigung in deinem Geldfluss und den positiven Geldfluss, sodass das Geld wieder zurückfließen kann, brauchst du auch diese Ausgaben. Auch heute sehr, sehr schön dafür. Und dann schauen wir noch in das Highlight des Tages. Heute an diesem Tag wähle ich Frieden. Sehr schön. Ich vergebe einem Menschen, mit dem ich Unfrieden fühle, auch wenn ich nicht damit einverstanden sein kann, was er tat. Ich vergebe persönlich, telefonisch, schriftlich oder in meinen Gedanken. Ich fühle Frieden in mir. Und wenn jeder, und wenn es nur 200, 300 Leute sind, die das Video hier sehen, das heute einmal macht, dann haben wir die Welt wenigstens mal um viele, viele super Energien, super, super positive Energien bereichert. Und was haben wir hier dabei? Wir haben das Schicksal, wir haben also das Kreuz, wir haben den Anker und wir haben den Blumenstrauß. Und der zeigt einfach die wundervolle Fülle, die somit kommen kann. Wir sehen hier also, dass das Highlight etwas sein wird, was uns viel zufriedener macht, wo auch eine karmische Aufgabe so für uns zu sein scheint und uns auch aufzeigt, wo wir jetzt gerade stehen. Ja? In der Vergebung liegt nämlich die große Erfüllung für dich, weil du Last abwirfst. Du wirst merken, dass wenn du vergibst, und es ist egal, wem du vergibst, wenn du aber vergibst, dann tust du es, um dein Herz noch reiner zu machen. Und das soll dir gegönnt sein. Ich freue mich,
Wenn du heute Abend um 20.30 Uhr mit im Livestream dabei bist, da lege ich für dich auch live die Karten, wenn du möchtest. Bis dann, einen schönen Donnerstag euch.